Hallo YouTuber, hallo Smart-Freunde. Heute möchte ich mir mit euch zusammen ein Problem anschauen, das viele vielleicht kennen. Und zwar geht es um die Wischwaschdüse, auch Einhorn genannt. Ab dem Modelljahr 2000 kam diese Düse hier drauf. Vorher hatten wir hier in dem Bereich circa, ich weiß es gar nicht so ganz genau, auch eine oder vielmehr so eine Düse, wie wir es jetzt verbaut haben hier. Aber dazu kommen wir gleich. Okay, Problematik bei dieser Geschichte ist einfach, wir kriegen das Wasser überall hin, nur nie gescheit auf die Scheibe, da wo es sein soll. Okay, jetzt ist es so, Smart hat eigentlich diese Durchgangsbohrung, die hier unten in dieser, nenne ich mal, Welle vom Wischarm sitzt. Und zwar ist hier nach wie vor diese Bohrung vorhanden. Hier gibt es auch ein Set von Smart. Also ich habe mir jetzt anders geholfen, aber hier gibt es wohl auch ein Set von Smart. Da müsstet ihr euch vielleicht mal erkundigen. Ich habe das jetzt anders gelöst mit einem Druckluftbogen. Okay, und zwar ist es so, hier oben wird ein Winkel eingeschraubt. Und von unten ist eine Tülle, an der könnt ihr praktisch den Schlauch direkt aufstecken und eventuell mit einem Kabelbinder nochmal sichern. Und so habt ihr hier eine Verbindung geschaffen. Okay, dann fahrt ihr mit dem Schlauch hinten rum. Und hier kam ich raus. Und hier haben wir dann praktisch ein T-Stück gesetzt in den Originalschlauch. Das ist der schwarze hier. Und dann gehen wir hier mit dem blauen ab. Und der kommt dann hier an und läuft hier vor. Und hier haben wir praktisch auf dem Wischarm eine Düse oder vielmehr ein Bauteil mit drei Düsen vorhanden. Können wir jetzt diese eine Düse, die lassen wir schon mal hier drüben auf die Scheibe spritzen, die wo nach unten geht, ja, ne, sagt ja der Name schon, spritzt direkt nach unten. Und die andere geht hier seitlich raus, die spritzt dann auch nochmal hier in diese Richtung. Und so haben wir jede Menge Wasser auf der Scheibe. Also das ist also, wie soll ich sagen, hundertprozentig im Gegensatz zu vorher. Ja. Okay, ich habe auch eine Problematik gehabt. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mit dieser Düsengeschichte zu tun hat. Wir hatten starke Wischspuren oder leichte Kratzer in der Scheibe gehabt, ja. Sowas entsteht eigentlich mehr oder weniger nur, wenn die Wischer häufig trocken laufen und dann kriegen wir diese Mikrokratzer in die Scheibe. Hier gibt es von Sonax professional eine Politur für die Scheibe und somit bekommt er auch diese leichten, feinen Kratzer wieder raus. Nur jetzt mal so angemerkt. Okay, alles klar. Was gibt es noch dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel. Die Pumpe schafft locker alle sechs Düsen jetzt. Das werden wir jetzt gleich nochmal testen und ausprobieren. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir schauen uns jetzt mal die Funktion an. Bis gleich. Okay, so ich befinde mich nun im Fahrzeug. Wir machen mal eine Aufnahme von außen. Okay, go. Oder vielmehr Wassermarsch. Jawohl, mal einmal. Also ihr merkt schon, ihr seht schon, hier ist richtig satt Wischwasser vorhanden auf der Scheibe, mehr denn je. Und jetzt schauen wir das Ganze auch nochmal von innen an, würde ich sagen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal von innen, schauen wir uns von innen nochmal an. Könnt hier vielleicht noch ein bisschen eine Feineinstellung machen, aber hier, wie ihr seht, also ich würde sagen hundertprozentig. Ja, das Einhorn spritzt schon wieder daneben, aber gut. Ja, feine Sache. Okay. Ich würde sagen, Experiment geglückt. Ja. Okay. Jetzt vielleicht nochmal zu dem Set, was wir hier bestellt haben. Ich werde es euch dann unten nochmal verlinken. Also es war praktisch zweimal, das hat nicht viel gekostet, es war praktisch zwei Düsen dabei. Hier habe ich noch eine für unseren zweiten Smart, wo wir das auch dann verbauen werden. Hier war Schlauch mit direkt dabei. Hier haben wir einen Abgang sowie ein T-Stück, was also 90 Grad T-Stück, was wir jetzt hier verbaut haben. Und hier nochmal zwei Kupplungen. Also damit kommt man allemal zurecht. Ich werde euch das dann unten verlinken. Okay,
Also wir sind soweit durch. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da, natürlich nach oben. Und dann könnt ihr auch noch ein Abo, ich glaube hier oder da, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ja, ansonsten schaut euch noch ein bisschen in meiner Videogalerie um oder ganz klar abschalten.